Das FBI hat uns umstellt. Wir können nicht mehr fliehen. Plötzlich ist eine Feuerwand da. Wir müssen zu ihm. General Carrington sagte, dass Sie ein Geschenk für mich haben. Gib ihm Rowlands Akte, mein Junge. Captain Steve Rowland hat seinen Tod vorgetäuscht, ganz offiziell im Einsatz gefallen. Danach konnte er einen Anschlag auf den Präsidenten ausüben, ohne verdächtig zu werden. Aber Steve ahnte nicht, dass seine Auftraggeber ihn umbringen würden. Nachdem Munguzi ihm ein paar Kugeln verpasst hat, hat er sich zum Haus seiner Frau geschleppt und ist dort gestorben. Kim Rowland hatte die Idee mit dem Doppelgänger. Ich habe die Gesichtsoperation arrangiert, damit er aussieht wie Steve Rowland. Der Köder hat funktioniert. Die Wölfe sind aus ihrem Bau gekrochen. Colonel Amos, der Mann ist unschuldig. Wurde höchste Zeit, unsere Informationen auszutauschen. Meinen Sie nicht? Die planen einen Staatsstreich, General. Zwei von ihnen treffen sich heute Nacht. Ich kenne den Ort. Schalten Sie die Wachen aus, ohne einen Alarm auszulösen, hören Sie die Versammlung im Zimmer 41 aus ab. Wozu sind jetzt die ganzen FBI-Typen da? Ohne Alarm, ey, wie ich sowas mal liebe. Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Bist du wahnsinnig? Von welcher Seite nicht bei 60 Grad? Ich hätte gedacht, dass ich eines Tages die Wäsche meines Schiffs waschen würde. Das ist nicht das Schlimmste, glaube ich. Willst du keinen Beispiel? Bist du verrückt? Das versaut das Gewebe. Das Stärken der Kran ist die Hölle. Okay. Na toll, ich muss doch noch durch. Was zum? Hallo. Aufruf an alle Beamten. Halten Sie sich bereit. Er kommt. Haben wir eigentlich Medikits dabei? Wo kamen die denn jetzt wieder her? Ernsthaft? Wo kommt... ist das nicht normal? Hm.
Welcher Raum? Verdammt. Lift, Lift. Wir kommen, glaube ich, von da. Sind jetzt hier rüber reingegangen. Er ist im Besprechungsraum. Verstanden. Gehen Sie auf 10.5. Können Sie mich auf Frequenz 1 bringen? Erledigt. Halten Sie die Verstärkungseinheiten in Alarmbereitschaft. So. Ich dachte, ich wäre im Gang mit dem Meetingräumen. Okay, dann benutzen wir mal den Schlüssel jetzt. Winslow ist schon da. Versuchen Sie, ihn mit dem Richtmikrofon anzuvisieren. Behalten Sie ihn im Auge. Gut, bleiben Sie dran. Nun folgen Sie ihm. Gab's. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht von vorne anfangen, ey. Toll. Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Bist du wahnsinnig? Man wäscht Seide nicht bei 60 Grad. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages die Wäsche meines Chefs waschen würde? Das ist nicht das Schlimmste, glaube mir. Benutzt du keinen Weichspüler? Bist du verrückt? Das versaut das Gewebe. Das Stärken der Krake ist... Ruf an alle Beamten! Halten Sie sich bereit! Er kommt! Alarm! Wer hat mich denn jetzt gesehen? Raff ich nicht. Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Wahnsinnig? Man wäscht Seide nicht bei 60 Grad. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages die Wäsche meines Chefs waschen...
Notruf an alle Beamten. Hä? Halten Sie sich bereit. Mann, ey. Ich hasse diese Mission jetzt schon. Finden Sie Zimmer 41 und bleiben Sie in Deckung. Beim geringsten Alarmzeichen werden die Zielpersonen das Treffen abbrechen. Winslow ist gerade angekommen. Er ist in weniger als einer Minute oben. Bist du wahnsinnig? Man wäscht Seide nicht bei 60 Grad. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages die Wäsche meines Chefs waschen würde? Das ist nicht das Schlimmste, glaube mir. So, ich glaube, diesmal würde ich sogar zwischenspeichern. Zwei Mann sind noch gekommen, aber woher? Aufruf an alle Beamten. Halten Sie sich bereit, er kommt! Komm. Werden wir auch umnieten. Er ist im Besprechungsraum. Verstanden. Gehen Sie auf 10.5. Können Sie mich auf Frequenz 1 bringen? Erledigt. Halten Sie die Verstärkungseinheiten in Alarmbereitschaft. So. Puh, ich hoffe, der startet auch dann dort, wo wir abgespeichert haben. Gut, das machen wir als erstes. Schrieb hier speichern. Winslow ist schon da. Versuchen Sie, ihn mit dem Richtmikrofon anzuvisieren. Behalten Sie ihn im Auge. Gut, bleiben Sie dran. Vorsicht, Sie verlieren das Ziel. Nun folgen Sie ihm. Na, hoffentlich geht das gut.
kommen. Machen Sie sich bereit. Mongols, Sie sind gekommen, um mir den Tod von Nummer 13 zu bestätigen, nicht wahr? Ich bin hier, um für Ihre Sicherheit zu sorgen, Mr. Winslow. Das beruhigt mich ungemein. Wir liegen hinter dem Zeitplan. Wie lauten die letzten Nachrichten, Nummer 9? Ich habe sie alle überzeugt. Industrielle, Bankiers, selbst die Medien. Die einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Landes sind bereit, die zukünftige Regierung zu unterstützen. Ich habe hier eine Liste der Geldgeber. Ich werde sie heute Nacht Nummer 3 überreichen, während wir im Kloster auf den Gang warten. Was sagen Sie dazu, Nummer 5? Ausgezeichnet. Aus meiner Sicht sind die Neuigkeiten ermutigend. Trotz eines kleinen Rückschlags kontrollieren wir morgen Abend alle strategischen Punkte des Landes. Dank der Operation Total Red werden wir alle Fäden der Macht in den Händen halten. Und wie geplant, hat Präsident Galbraith nicht die leiseste Ahnung. Was zum... Sie haben uns entdeckt. Spinnert und Winslow wollen zu den Aufzügen. Schalten Sie den Strom ab. Mein Team ist bereit zum Eingreifen. Na klar. Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.